Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Traurig, Witzig, Tralala. Das ist Folge 142. Ja, sehr schön, mein T10-Freund. Immer gerade ausdrücken hilft unheimlich. Ja, über diesen T10 hatte ich tatsächlich überlegt mit dem Elder, weil es steht nämlich beim Elder auf der Ignore-Liste. Und wir haben uns gefragt, warum, und dann zeigte er direkt, dass er sympathisch ist. Das führt mich gleich zum Punkt. Wir sind in Stützianki, der Elder ist mit, der Elder fährt sein Quetschet 25T AP-Fahrzeug und ich fahre den Typ 61. Das heißt, 9er Mediums sind dran und ich kann euch sagen, keine Karre habe ich mehr gehasst als diesen Typ 61. Das ist im Bereich Stock Grinds eine der Fahrzeuge, die überhaupt nicht gehen. Also es tut mir leid, das ist eine Frechheit. Das ist tatsächlich hier die erste oder die zweite Runde mit großer Kanone, großem Turm. Also alles, was vorher gelaufen ist, es war eine Katastrophe, es war eine Frechheit. Man hat einfach 240 Alpha ohne Durchschlag. Es ist einfach eine Katastrophe. Dieser Stockgrind hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe 40% Siegquote auf dem Fahrzeug oder sowas, wenn es reicht. Also wenn überhaupt. Also es ist unterirdisch schlecht. Das Fahrzeug lief überhaupt nicht. So, jetzt sind wir fast ausgebaut. Es fehlt noch der Motor, kann ich euch sagen. Das ist ein T55A. Ja, Stützianki Plan war einfach mal den Hügel ansteuern. Mal gucken, ob das zielführend ist oder ob es eher nicht so ist. Die neue Kanone hier führt sich jetzt gerade ein und ich finde tatsächlich 360 Alpha im Durchschnitt mit ein bisschen Durchschlag, das ist schon einfach so vom Feeling her um Welten besser. Tja, Leo, schieße ich dir halt in dein Türmchen. Ja, und 350, das ignoriert halt auch nicht jeder. So, oh, da unten IS-2, IS-3. Muss man mal aufpassen, dass man ein paar russische Fahrzeuge so ein bisschen... Oh. Scorpion G steht da unten und hat mich geschossen. Okay. Der IS-3-2 wäre natürlich auch spannend. Da müssen wir mal ran. Ja, ist übrigens Begegnungsgefecht. Und das ist halt das, was dieses Fahrzeug echt gut kann. Diese Kanone hier. Die kann schon gut reinhalten. Das Problem ist halt nur zurzeit tradig. Und traden ist nicht so gut, weil so viele Hitpoints habe ich leider nicht. So. Jetzt haben wir schon ganz schön auf die Mütze gekriegt. Da haben wir schon über die Hälfte der Hitpoints eingebüßt. Aber wir haben halt auch schon Schaden gemacht. Das ist okay, das kann man schon so machen. So, na, mein Freund. Gibt es noch eine für den IS-2? Jetzt mal aufpassen, dass der uns jetzt nicht tötet. So, rausgeschossen den Kollegen. Sehr gut. Kill Nummer 1. 5 zu 3, das sieht doch alles gut aus. Das sieht doch alles so richtig gut aus. IS-3-2. Na, wie sieht's mit dir aus? Ich wollte wenigstens die Kette abschießen. Hat auch nicht funktioniert. Ja, da dreht er den Turm. Wenn er den Turm dreht, könnte man vielleicht das Hinterteil kriegen, weil dieser Turm ist ja riesig. Oh, das ist Skoda T50. Ja, das war schön. Das war schön. Das war eine richtig schöne Wendung. Ja, und jetzt ist hier tatsächlich erstmal die ganze Zeit lustig an der Saison. Und bis jetzt sieht das alles gut aus. Also wenn das Team jetzt nicht beschließt, sich spontan irgendwie wegzuschmeißen. Und guck mal, diese Kanone. Das ist einfach wie gemalt, das Ding. Und dann, ich kann nicht sagen, es ist kein Vergleich zu diesem komischen Vorgängerteil, was da dran war. Also es ist halt einfach... Und damit steht und fällt das ganze Spiel. Da wollen wir nicht reden. So, jetzt ist da ein 50 TP Prototyp Full HP aufgelaufen. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Und jetzt steht es auf einmal 6 zu 5. Der T55A ist auch noch hier. Ja, der Elder mit der Badget hier an dem Hang ist halt auch nicht unbedingt das perfekte Terrain, um in eine Badget zu fahren. Das ist halt mit der Gun Depression tatsächlich auch ein bisschen schwierig da. Ging nicht durch auf den Skoda T50-Turm. Naja, gut. Na gut. Das werden wir mal so hinstehen lassen. Ja, kriegen wir hier noch irgendwas? Der Skoda ist runtergefahren. Und auf einmal fallen wir Stück für Stück zurück. Seht ihr das? So Stück für Stück schmeißen sich unsere ganzen Leute weg. Das ist echt nicht schön. Das ist tatsächlich sehr unangenehm. Das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Tja, und der TP50 TP Prototyp, der räumt jetzt ganz schön oft da drin. Heide Witzka. So, IS-3-2 ist raus. T55A wäre gut, wenn der als nächstes gehen könnte.
Ja, es wankt hin und her, es wankt hin und her. Jetzt haben wir hier noch ein E50. Was ja grundsätzlich auch was cool ist. So, T55, du rennst jetzt weg, oder was? Oh ja, das wäre gut, dann könnte man einen Abschiedsbrief hinterherjagen. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist der Leo. Kriegt eine. Da ist ein G-Sor. Oh nein! Jetzt hat mich das Skoda T50. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich auf 60 Punkte runter. Oh nein. Jeder Arti-Splash ist ein Splash zu viel. Ach du Scheiße. Die Hitpoints hätte ich noch gebraucht. Das war der Heartbreak-Moment in diesem Gefecht. Ach nein. Und warum sich der E50 jetzt da unten reingeschmissen hat, das weiß er selber nicht, oder? Die richtige Antwort wäre gewesen, zurückfahren, Deckung, die in Ruhe weiterspielen. Nee, er ist reingefahren. Ich habe meine ganzen Hitpoints gegenüber dem Skoda T50 jetzt eingebüßt. Eidewitzka. So, der Elder ist in der Mitte. Und ich bin jetzt ziemlich allein auf dem Hügel und ich kann mir halt nichts mehr erlauben. Ich kann mir gar nichts mehr erlauben. Da ist das Skoda-Fahrzeug hinter dem Busch. Wir müssen das jetzt sicher spielen. So, jetzt kriegt das Skoda eine. Ah, der kommt genau in die Deckung. Ach, Manno. Das ist ärgerlich. Aber gut, der ist jetzt auch ein One-Hit. Das ist halt ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir aufpassen. Da unten steht der G-Sor im Busch. Der fährt da auch nicht weg. Wenn er da wegfahren würde, würde ich ihn sehen. Da unten ist definitiv der G-Sor. Wir haben noch den Elder, meine Wenigkeit und eine Arti. Mist, dem hätte man vielleicht noch eine geben können. Aber ich muss halt jetzt aufpassen, dass ich einfach in den Gebüschen nicht gesehen werde. Gegner haben noch einen Skoda T50, 50 TP Prototyp, IS3A G-Sor und eine Arti. Tja, jetzt ist erstmal warten angesagt. Wir müssen jetzt erstmal vereinen. Der Elder rennt vor dem IS3A weg. Und jetzt war der Plan, Elder hochkommen, dass wir hier neu rangehen können. Wir brauchen erstmal noch eine neue Mission. Elder hat schon 3 Kills übrigens auf der Uhr. So, da ist das Skoda. Da ist das Skoda-Fahrzeug hinterm Busch. Und dann knall ich ihn weg. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. 5 Kills im Duple tun. So. Geschwindigkeit können wir wieder hochdrehen. Wir müssen nämlich warten, bis der Elder da ist. So. Solange kann ich nämlich hier nur auf dem Berg hin und her fahren und hoffen, dass mich keine Arti durch Zufall einfach wegsplasht. So, jetzt ist der Elder da. Wir drehen auf Normalgeschwindigkeit und der Elder fährt jetzt rein. Elders Plan war jetzt, ich fahre jetzt rein, spotte, Achtung, ich bin offen. So. G-Sor raus. Gut. Waffenbrüder. Jetzt ist die Frage, jetzt kommt unsere Arti und jetzt, ist tatsächlich die Frage. Jetzt haben wir 2 Panzer mit Arti gegen 2 Panzer mit Arti. Das Problem ist, dass wir kaum noch Hitpoints haben, dass die Gegner Heavies haben. Und dass unsere Arti auch nicht so richtig mitspielen will. Die könnte ja jetzt hier zum Beispiel hoch auf den Berg kommen und uns da so ein bisschen Feuersupport geben. Wäre, glaube ich, unheimlich hilfreich. So, also Elder fährt jetzt rum. Mission vom Elder war jetzt tatsächlich erstmal zu sagen, ich suche jetzt die Arti. Das war die Mission. So. Er wollte halt die Lore-Arti finden. Und unsere Arti hat beschlossen, sie müsste jetzt da unten irgendwo mitten auf dem Feld rumgammeln. Heidewitzka. Ja, die Gegner-Arti ist auch weggefahren. Und ich wollte jetzt nicht auf dem Berg stehen bleiben. Muss ich auch sagen, weil wir müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Ich drehe die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil jetzt kommen tatsächlich erstmal noch so ein paar Verlagerungsmanöver. Wir müssen jetzt mal aufpassen, wie wir das hier machen. Also mein Plan war jetzt zu sagen, ich muss da bleiben, wo ich dem Elder auch beim Schießen helfen kann. Ansonsten nutzt es nichts. Wenn der Elder hier einen Spot macht und dann kann keiner schießen, bringt das ja auch nichts. So, also fahren wir erstmal da runter. Unsere Arti ist jetzt tatsächlich ins Cap gefahren. Den Sinn der Übung verstehe ich tatsächlich nicht so richtig, aber es ist okay, das muss er selber wissen. Ich hätte gerne eine Arti noch auf dem Hügel gehabt, die dann einfach auch nochmal schießt, wenn wir es soweit brauchen könnten. Mein Plan war, ich habe gedacht, die kommen jetzt da oben. Ich habe gedacht, die haben jetzt einfach einen Kreis um die Karte gemacht. Oh, guck mal. Und da hat der IS-3A spontan unsere Arti rausgeschossen. Ungesehen und gelogen und die Nummer war durch.
So. Das läuft ja wie versaut. So, ich drehe die Geschwindigkeit wieder hoch. Jetzt ist erstmal Button angesagt. Und da ist der 50 TP Prototyp. So, jetzt. Er hat definitiv mitgekriegt, dass ich ihn gesehen habe. Aber er sieht mich nicht. So. Ich habe jetzt tatsächlich auch das erste Mal in der Runde Gold reingemacht, um dem da mal eine zu geben. Aber noch eine geben, schwierig. Also war der Plan, fahre ich hier an das Häuschen. Hier habe ich ein bisschen Deckung. Es ist halt, das Problem ist, diese Büsche hier sind eigentlich absolut offensichtlich. Also nimm es mir nicht krumm, das ist eigentlich so ein sehr offensichtlicher Standort, wo ich, ja, wenn ich Arti wäre, würde ich wahrscheinlich einfach mal reinholzen. Also ich vielleicht. Bin vielleicht ein bisschen komisch. Okay, also 50 TP Prototyp steht da in dieser Halle irgendwie drin. Okay. Soweit, so gut. Jetzt ist die Frage, wo ist der IS-3A? Wie viel hat der noch? Guck mal, die haben schon 9 Kills, die beiden. Und wo ist die Lore, Arti? So, was macht man hier? Ich fahre aber nicht ins Cap. So. Solange die nicht ins Cap fahren, ist erstmal alles gut. So, ich drehe die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil jetzt ist erstmal wieder warten. Ich habe 60 Hitpoints, ich brauche nirgends mehr rauffahren, ich brauche nirgends mehr hinfahren. So, und der Elder ist immer noch auf der Suche. Oh, da ist der IS-3A, da ist der IS-3A. Ich fahre hinter den Busch. Ah, scheiße. Gott, noch 1000 Punkte. Eieieiei. Noch 1000 Punkte. Ja, wenn es gut läuft, dreimal treffen, ja. So, jetzt wissen wir zumindest erstmal, wo die sind. Haben wir zumindest erstmal wieder so eine ansatzweise Position. Jetzt hat der IS-3A natürlich eine Lampe. Hat mitgekriegt, dass er aufgegangen ist. Würde man wahrscheinlich dann auch, also wenn er clever ist, sagt er dann seiner Arti auch Bescheid. Und dann würde ich hier reinschießen. So, das war erstmal ein Treffer. Okay. Reicht nur für den einen. Jetzt ist die Frage, ist er so dumm, das noch dreimal zu machen? Um mir das hier als Geschenk hinzulegen. Ich glaube ja tatsächlich nicht. Da ist der 50 TP. Chance. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt eine Arti irgendwo. Naja, gut. Man soll sich ja nichts vorstellen. So, der Elder ist auf der Flucht, weil der 50 TP ihn echt am Wickel hat. Kein Schuss. Kein Schuss. Aber sobald ich hier rausfahre, stehe ich auf freiem Feld. Dann bin ich halt für alle am Arsch. Mein Plan kann jetzt nur sein, verhindern, dass die über den Bahndamm kommen. Und dann einfach dementsprechend einen Unentschieden rausholen. Für mehr reicht es, glaube ich, nicht. IS-3A ist auch da drüben. Jetzt haben sie den Elder rausgeschossen. Ach, Herr Jemine. Tja, kann ich sagen, was passiert. Ich habe noch einen Schuss versemmelt. Und dann bleibe ich einfach hier. Und sitzt die Chose aus. So, Freunde. Und das ist das Ende von der ersten halbwegs vernünftigen Veranstaltung im Typ 61. Ich zeige euch mal die Auswertung. Jo. Das war meine erste Überlegenheitsmedaille erster Klasse. Also noch nicht ganz Panzerass. Großkaliber dazu. 76.000 Credits, 1.935 EP für eine Niederlage. 4.770 Schaden. Also wir haben definitiv blind auch nochmal ihren Schaden gemacht. 3 Kills. 5 Crits, 995 Schaden ermöglicht. Und es hat trotzdem nur für ein verkacktes Unentschieden gereicht. Wobei, wie gesagt, was sollen die anderen sagen? 50 TP und die IS-3A hat es ja ähnlich angeschissen. Aber ja, ich kann euch sagen, tut euch den Type 61 Stock Grind einfach nicht an. Fahrt gleich die große Kanone und den großen Turm, wenn man es sich leisten kann. Es ist halt einfach echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also mittlerweile... Jetzt fahre ich das Ding ziemlich gerne. Wobei die Niederlagen fast immer so aussehen und die Siege immer genau entgegengesetzlich. Aber das macht ja nichts. Dafür sind wir ja hier für traurig, witzig, tralala, um uns auch sowas mal anzugucken. Und jetzt wird es natürlich Zeit, um uns ein bisschen aufzumuntern. Und deswegen, was muntert mehr auf als jede Menge Kills? Wir schalten um. Jo, und für die Killproduktion, die uns ein wenig aufmuntern soll, steigen wir in den Convey. Das ist auch ein Stufe 9 Fahrzeug. Das ist aber ein
Tankt es teuer, obwohl, naja, gefühlt ist es halt auch ein Medium, hast halt einen Turm und so weiter. Aber hat eine relativ große Kanone und wir fahren in Minsk rum. Und zwar fahren wir ganz allein in Minsk rum, was ein bisschen schwierig ist. Ich bin ja tatsächlich bei World of Tanks sehr selten allein zu finden, aber ja, ich bin jetzt gerade krank, also habe ich Zeit, kann ich auch mal alleine rumfahren. Ist aber irgendwie trotzdem nicht so richtig cool. Okay, also, Plan war jetzt erstmal, wir fahren auf Position. Tank Destroyer Gameplay ist am Anfang echt immer ein bisschen öde. Ich muss mal ein bisschen vorspulen hier. Ja, ich habe gedacht, da kann man durchfahren, kann man nicht. Das ist echt schwierig, diese Kohärenz in den Karten, liebe Wargaming-Leute, wäre echt hilfreich, wenn einfach alles kaputt fahrbar wäre oder alles ganz bleibt. Das ist mit Häusern ähnlich. Es gibt Häuser, die gehen kaputt, es gibt Häuser, die bleiben ganz. Das macht das Spiel tatsächlich sehr, sehr, sehr inkohärent. Weil du gehst ja davon aus, dass verschiedene Dinge gleich reagieren und das ist halt nicht so. Das erzeugt eine inkonsistente Spielwelt. Naja, egal. Wollte ich nur mal gesagt haben. So nebenbei, vielleicht so als Tipp, wenn ich immer in Minsk gewinne hier bei Wargaming im Hauptquartier, kann man dir das sagen. Ja, wie gesagt, gerade am Anfang mit dem TD läuft es auf wir warten hinaus. Also ich stehe jetzt hier und dann gucke ich und dann warte ich. Und da ist eine Su, eine ISU 152K. Ich habe dann vorbeigeschossen am ISU 152K Fahrzeug. Ärgerlich. So, also ich habe mich erstmal hier hinten in die Büsche gestellt, weil, ja, gerade am Anfang, du hast halt keine Panzerung im Konvoi. Du musst dir immer klar sein, wenn der Konvoi offen ist, dann kriegt er aufs Gesicht. So, jetzt kommt aber da so ein T10 und da können wir einfach draufhalten, das ist super. Wenn wir dabei nicht aufgehen, sind wir hier ideal aufgestellt, geben ihm noch eine. Naja, und dann wird es für den T10. Na, schade. Schade, ich habe gedacht, den kriegen wir. Aber nein, der T10 ist nochmal davon gekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. M103. Nee, keine Schüsse. Weiter hinten. Weiter hinten. Garde. Ja, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los. Ein bisschen Leutchen sind schon da. So. Da ist wieder dieses ISU-Gerät. Na komm. Diesmal aber. Sehr schön. Hihi. Kill Nummer 1. ISU raus. Sehr gut. Sehr gut, 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 da freue ich mich, das macht mir Spaß. M103, oh, 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 nämlich noch eine Typ 61, siehste, gerade eben noch selber gefahren, das Ding, und jetzt mit dem Konvoi einfach weggeerntet. So, es steht 2:1, ich habe 2 Kills, hihi, läuft, so. Kann ich sagen, ich drehe die Geschwindigkeit ein bisschen hoch, weil jetzt kommt eine ganze Weile rhythmisches Warten. Ich traue mich nicht so richtig vor, aber wenn man so auf die Minimap guckt, wir haben die gesamte Stadtseite, also diese 9-0, relativ widerstandslos erobern können. Und da schmeißen sich gerade aber alle weg. So, der Kampf wird aber hier auf der Seite ausgeführt. 5-2. 5-2. Ja, ich, wie gesagt, ich lasse schnell laufen, weil zurzeit ist von meiner Seite aus, außer ich stehe hier in der Gegend rum und wir warten, nicht viel zu warten. Und ich kann euch sagen, heute gibt es einen Haufen lange Replays. Also insofern müssen wir mal gucken. Wir sind jetzt gerade schon im ersten über die volle Distanz gegangen. Das heißt, jetzt im zweiten müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken und machen nur so ein bisschen die Highlights. Das Beste der Besten der Besten. So, ja. Und so. Okay, jetzt schauen wir mal. Da in der Mitte ist irgendwie der Renegade und so. Jetzt war der Plan, vorrutschen. Dann traue ich mich wieder nicht. Mensch, was bin ich für ein Schisser? Guck dir das an. Guck dir das an, was ich für eine Schisserei bin. Ah. Mal blind Richtung Renegade gebrettert, aber das war definitiv nichts. Das war kein Treffer. Der hat jetzt jeden Vorstoß wieder verhindert, das komische Gerät. Steht 6:4. Das ist eigentlich alles soweit ganz gut. Ah. Ja, ich drehe mal noch ein bisschen hoch. Es wird erst spannend, wenn wir uns wieder bewegen. So. Naja, 8:5, alles gut. Stehe ich hier. Jetzt hat mir dieser Renegade da so eine Angst gemacht, dass ich mich nicht mehr traue. Guck dir das an. Aber hier passiert jetzt nichts mehr. Das ärgert mich auch ein bisschen, dass ich manchmal so Leerlaufstellen im Gefecht drin habe, die dann im Nachhinein einfach bekloppt sind. So. Ich habe mir viel zu viel Angst, anstatt hier einfach mal den Push zu machen. So, jetzt können wir reinfahren. Jetzt fahren wir vorwärts. Ich habe noch volle Hitpoints. Und da ist ein M103. Und jetzt schmeißt sich der Leo-Prototyp. Guck mal, ist reingefahren. Fängt sich in die 400. Er fährt weiter. Er müsste jetzt... Er fängt sich von der Arti. Kriegt
guck dir mal an, was mit dem Leo gerade passiert. Jetzt stirbt der gesamte Leopard-Prototyp A da weg. Das ist echt übel. So, Renegade. Tja, und der M103 bleibt ohne einen Hitpoint eingebüßt zu haben da stehen. Jetzt kommt noch ein Leo-Prototyp und hat das gesehen und hat beschlossen, ich muss das genauso machen. Drängelt sich an mir vorbei, will das gleiche Spiel wahrscheinlich auch nochmal machen. So, jetzt hat das Objekt 77 zugehauen. Oh, da hinten ist Nick. Oh, da ist die Arti. Die Arti hat das Objekt rausgenommen. Aber wir haben die Arti raus. So. Sehr gut. So, jetzt könnte der Leo... Unser Leo redet sich schon oft, regt sich schon oft, dass unsere Artis das verloren haben. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Wir sind ja immer noch hitpointmäßig übelst weit vorn. Komm, mein Freund, komm. Nehme ich. So. Arti ausgeschaltet. Kill Nummer 3. Leo, jetzt schieß doch diesen M103 da mal raus. Das ist echt... Es gibt so Momente und jetzt mache ich einen Fehler. Jetzt wollte ich eigentlich auf den Renegade drücken. Wollte hier... Das ist der Moment, wo der Renegade in der nächsten Straße auftaucht. Ah, es ist ärgerlich. Das kann ich genau... Scheiße. Ja, jetzt konnte ich leider unserem Leo nicht helfen. Das ist tatsächlich echt dumm gelaufen, weil ich wollte genau diesen Renegade angehen. Ja, gut. So. Egal, Renegade ist raus. Ja, M103, komm nochmal gucken. Ja, kaputte Kette, ich kann es nicht ändern. So. So. Es ist noch eine Arti in Leo Prototyp A, der aber irgendwo hinten bei uns an der Base rumgeistert. Tja. Was macht man? Und dieser M103. Normalerweise müsste ich den M103 jetzt einfach mal angehen. Müsste mir noch einen fressen. Aber ich bin ja, was sowas angeht, nicht unbedingt vom Glück gezeichnet. Dann kriege ich einen Amorek, dann kriege ich, was weiß ich, für lustige Sachen. Ein Doppeltreffer von der Arti, was auch immer. Er hat AE drin und schießt mir 800 Schaden so. Weiß man immer nicht. Also planbar. Machen wir es ein bisschen komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Fahren ein bisschen drumherum. Okay, da ist die 212A. Der hat mich jetzt echt Proxy gespottet. Das ist echt bescheuert. Diese Proxy-Spot-Mechanik ist eh dumm. Die finde ich einfach echt bekloppt. So, jetzt ist die Frage. Ja, kann man hier was machen? Könnte man. Ich habe jetzt auch Gold drin. Ich habe jetzt Gold reingemacht. Der M103 muss jetzt sterben. Der muss jetzt auf jeden Fall fallen. Jetzt kommt das mir zu Pass, dass ich einen Turm habe und er nicht mit mir rechnet, dass ich hier hinten bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist wichtig. M103 ist raus. Und jetzt müssen wir nur noch die Arti irgendwie kriegen. Komm mal her, mein Freund. Ja, die wartet schon auf mich. Ha, aber die hat nicht damit gerechnet, dass ich parken kann. Weil ich kann parken, Junge. Ich kann parken. Huiuiui. So, und jetzt ist noch ein Leo und ich kann nicht sagen, das war der Moment, da war mir der Leo völlig egal. Unser Team hat beschlossen, wir fahren ins Cap. Da habe ich gedacht, ich fahre ein bisschen mit, ich stelle mich ein bisschen mit dazu. Mal gucken. Und dann war das Gefecht auch vorbei. Und die Aufnahme hat sich auch eher abgeschossen, als eigentlich vorgesehen. Egal, das war auf jeden Fall diese Runde. Es war ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse. Das finde ich tatsächlich krass. Eine zweite Klasse für 6 Kills und 3000 Schaden. Ja, egal. Es gab eine Pascucci-Medaille. Es gab einen Tank-Sniper für große Entfernung. Es gab Top Gun für 6 Kills. 50 Anleihen, das waren irgendwelche Tagesmissionen, die sich da abgeschlossen haben. Premium-Mission 25 und nochmal 25 für irgendwas anderes. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal rein hier. Das waren nur 897 Base. Das ist echt ein bisschen schade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ja, egal. Wir haben auf jeden Fall, hatte ich jede Menge Spaß. Und es hat echt, echt gut funktioniert. Also das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. 13 Schuss, 12 Treffer, 11 Durchschläge. Das ist halt auch ziemlich geil. Also die Kanone mag ich echt sehr, sehr gut leiden. Diese Convey-Kanone finde ich ziemlich cool. Und ja, wo wir bei guten Kanonen sind, jetzt hat man auf viel High-Tier. Wir gehen mal zu einer guten Kanone auf Low-Tier. Wir fahren jetzt eine Runde Scirocco. Ja, und einige haben es schon mitgekriegt, Scirocco. Scirocco heißt, es ist wieder Tank Destroyer Time. Wir sind Lot hier in einem 6er Gefecht, hier auf der Siegfriedlinie. Ich bin leider alleine unterwegs. Das ist los. Und ich kann euch sagen, dieses Gefecht hier lief direkt nach dem Convey-Gefecht. Das war tatsächlich im echten Leben genauso. Oder andersrum. Also auf jeden Fall waren die nacheinander, die beiden Gefechte. Das fand ich schon ziemlich witzig. In dem Gefecht wird es nicht ganz so witzig. Hier kommt mehr so eine Mischung aus
Ungläubigkeit, Unvermögen aller Seiten, inklusive meiner eigenen, und irgendwie ganz seltsamen Situationen raus. Auch hier fängt das treue Gameplay am Anfang. Ich lasse die Geschwindigkeit ein bisschen weiter oben, weil es passiert jetzt erstmal nicht so viel. Wir gucken, da ist eine Hackett. Oh. Naja, 99 Schadinskis. Juhu, Gefecht eröffnet. Siehste, läuft. Und das ist der Moment, wo es für uns schon 1-0, also 1-0 für die Gegner steht, weil unser Auto draufgegangen ist. Okay, das kommt vor. Wegen so einem Auto geht's weiter. So. Ist übrigens Siegfriedlinie als Standard. Das gibt's ja auch nicht so oft irgendwie. Zumindest erlebe ich das nicht so oft. Geschwindigkeit hoch. Wir gucken mal. Da ist ein VK, da ist ein ELC. Ah, den müssten wir... Jawohl, das war wichtig, die Kette abzumachen. Das war sehr, sehr gut. Das hat uns quasi den Killer ermöglicht. Das war schön. VK 3001H, die Hellcat kriegt... Uiuiui. Ja, hier unten sind ganz schöne Gefechte im Gange. Und unsere schmeißen sich schon ganz schön rein so in die Geschichte. Mal gucken. Objekt 244, das ist auch so ein russisches, overpoweredes 6er Heavy-Fahrzeug. Oh, da, T-34S. Also DPM ist ja richtig gut hier in dem Fahrzeug, aber Durchschlag und vor allem halt dieser niedrige Alpha-Schaden, das ist halt einfach echt schwierig. Hier musst du halt echt ganz schön feuern, bis das alles so funktioniert. Ja, aber es ist halt Chirurgie, das ist schon immer so. Nichtsdestotrotz absolut overpowered und großartig, da brauchen wir gar nicht diskutieren. So, T-34S, willst du denn noch ein Stück mehr kommen? Ja, willst du noch ein Stück gucken kommen? Kriegt auf jeden Fall Feuer von unseren Leuten. Also da in der Ecke ist ganz schön Action. Das ist ja normalerweise nicht so oft so. Ja, und steht 4-2, aber wir sind Hitpoint-mäßig hinten. Das sollte man, da muss man aufpassen. Das ist tatsächlich noch nicht so richtig raus. Oh, jetzt 3002M. So, das ist natürlich, das ist ja das Panther-Fahrzeug. Das ist halt schon schwierig. Der hat halt einen Haufen Hitpoints. Boah, ich treffe nicht. Und wenn ich treffe, prallt er ab. Ich hab halt nur den Turm da. Ja, den merken wir uns mal. Der kommt aber wieder. Der hat das jetzt eigentlich richtig gut gespielt, aber es ist halt einfach auch diese Kanone. Ich finde so ganz ferne Distanzen schwierig tatsächlich. So gefühlt. Und jetzt sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das sieht eigentlich alles ganz... Ja, das passt alles. Wir sind 1000 Hitpoints von 7-4 von den Kanonen. Alles spannend, also unspannend, um es mal nett zu formulieren, und ist alles easy peasy. Ach, da ist er wieder, der 3002. Treffer, so. Da ist ein ELC, den müssen wir auf jeden Fall erstmal rausnehmen. Den halte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich für gefährlicher. Weil es halt ein Light Tank ist. Der darf hier nicht mehr wegkommen. So, den nehme ich. Das hat natürlich der 3002M komplett überlebt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Objekt 244, ja, kriege ich die Kanone nicht rum. Oh, Leute. Oh, Leute. Und jetzt bin ich hier ganz allein auf meiner Seite. Das ist ein bisschen ärgerlich. Geschwindigkeit wieder ein bisschen hochziehen. Aber wie gesagt, wir gehen heute schon öfter mal über die ganze Distanz hier. Tja, und jetzt holen die Gegner Stück für Stück auf. 11, 8. Tja, und bei uns gehen halt die Panzer langsam aus. Die Gegner haben nur noch Panzer. Und wir haben noch zwei Artis. Ja, klar haben wir eine M44. Das ist geil. Das ist schon ziemlich cool. Aber ein AMD-Auto haben wir. Ein T-34S draußen auf dem Feld. Das ist alles irgendwie, ja, viel Leitkrempel. Richtig Panzerung und so haben wir niemand. Die haben doch so Objektgeschichten und KV1 und so Zeug. Na gut, egal. Wir müssen jetzt mal reinfahren hier. Wir können jetzt nur hoffen, dass die Arti uns rettet.
So, M10 Scirocco vom Gegner ist offen. KV1. So, zeig mal her. Ich will halt gerne schießen, ohne aufzugehen. Das ist das Scirocco-Mantra. Da war ganz kurz ein Schuss, aber irgendwie nur ganz kurz. Jetzt aber. Und jetzt kommt es halt dazu, dass diese Kanone halt gegen High-Tiers nicht so richtig gut funktionabel ist. Jetzt müssen wir fahren. Dabei. Von dem KV-1 habe ich eben auch bloß das Oberteil vom Turm. So, der 30-02M, der spielt halt echt brutal runter, das Ding. Jetzt ist das Objekt hinten durchgefahren. Jetzt haben wir noch den T-34S. Zweimal Arti. So, eine Arti nimmt das Objekt raus. Sehr schön. Jetzt haben die noch den 3002M und den KV-1. Und wir haben noch zweimal Arti, T-34S und meine Wenigkeit. Der Vorteil ist, ich war bis jetzt noch nicht offen und ich habe irgendwie noch volle Hitpoints. Das heißt aber nichts, weil das sind 470. 470 Hitpoints, das ist für so einen KV-1... mit der Dürp-Kanone wahrscheinlich ein One-Hit. Wenn er die andere Kanone hat, kann ich mir vielleicht ein, zwei fangen. So, mal gucken. Plan ist jetzt KV-1 raus. Der VK ist da drüben beim T-34. Wir müssen jetzt den KV-1 rausnehmen. Das ist jetzt so der erste Plan. Der hat eine Lampe, der hat mitgekriegt, dass er aufgegangen ist. Jetzt gehe ich gleich zum ersten Mal auf und den müssen wir rausnehmen. Jetzt hat der VK nämlich zugeschlagen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt den KV-1 rausnehmen und dann ist es nur noch der VK und dann haben wir vielleicht eine Chance. Ja, und das ist der Moment, wo ich daneben schieße. Und jetzt fresse ich mir 179 Schaden, die ich nicht hätte fressen müssen. Das ist echt ärgerlich, das ist wirklich doof. Und jetzt kommt der Moment, wo es nur noch um Dummheit und Unvermögen geht, aller Seiten. Meine Seite, Gegnerseite, alle. So, da ist der VK. Der hat 450 Hitpoints. Das heißt, ich muss jetzt erstmal warten. Oh ja, das war gut. Da hat die Arti mal schön reingeleuchtet. So, ja, und der kann nicht schießen. Ach du Scheiße. So, jetzt ist... Ich baue uns mir ein. Ich habe jetzt übrigens Gold drin. Das ist nur so, weil ich sonst echt... Oh, shit. So, und jetzt ist die Frage. Er hat daneben geschossen. Er hat daneben geschossen. Und dann habe ich tatsächlich diese Runde doch noch gewonnen. Aber das war tatsächlich mehr Glück als Verstand. Also hier am Ende, das war wirklich nur Mehl. Ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ich es spannend fand. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn man ab und zu einmal auch mal auf Glück vertraut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier in diesem Kino. Wenn ihr das erste Mal da seid, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir ein Abo, schreibt mir einen Liebesbrief. Schickt mir eure Unterwäsche, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.